So, das Nötigste ist getan. Jetzt kann es gleich losgehen. Ich mache mich nämlich jetzt auf den Weg zur Keystraw. Wir fahren zusammen nach Frankfurt und schauen uns The Evil Within 2 an. Aber vorher muss ich noch ein paar Snacks richten, sonst werden wir verhungern unterwegs. So, nachdem die nötige Hausarbeit erledigt ist und die Tasche weitestgehend gepackt ist, mache ich mich jetzt auf die Socken, organisiere noch ein paar Sandwiches, dann fahre ich zu Keystraw und von dort aus fahren wir dann weiter nach Frankfurt. Wir sind jetzt eine halbe Stunde vor Frankfurt und es geht in die Bethesda Studios und dort sehen wir dann The Evil Within 2 und streng geheim Stuff für die Nintendo Switch. Was gibt's noch zu sehen? Wolfenstein! Oh, ich bin gespannt. Ich hab schon lange nichts mehr damit zu tun gehabt. Ja, dann fahren wir mal 300 jetzt, oder? Ah, los! Ach, ganz schön dunkel hier drin. Ah, schon besser. Das ist ein Luxus. So lässt sich's fahren. Ich müsste dafür ein Loch einschlagen in mein Auto. Wahrscheinlich wird's den Wert sogar ist noch ein steigern. Loch und einfach nur Pappe, die ich drüber gelegt habe. Scheiß Drecksmühle. Außerdem muss dann in Kürze noch die Season 2 meiner Kurzfilmserie weitergehen, denn meine Kartoffeln fangen langsam an zu gammeln. Und mein Budget reicht nicht für einen weiteren Sack Kartoffeln. Der Mann ist arm. Ja, ihr habt's gehört. Aber ich bin ärmer. Ja, man sieht. Mann, hier im Treppenhaus sehe ich es ganz schön abpissen. Wir versuchen gerade irgendwie klarzukommen mit dem Straßennavi. Moment, ich mach das Bild gerade ein bisschen heller. So, schon besser. Noch 3 Minuten Fußweg und wir sind dann angekommen. Ich glaube, wir sind richtig. Ja. Hallo, ich bin BJ Blazkowicz, der Hummermensch. Klack, 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 ich will Nazis töten. Und kein Regime. Pfui, spuck auf das Regime. Nazis, guck meine Stiefel. Das ist so ein unregistrierter Stopp. Oder mal frische Luft schnappen und hier. Also könnt ihr, oder? Die Eva, also Eva ist hier drin. Jetzt geht's richtig los. Wir zocken jetzt das neue Wolfenstein. Oh, da freue ich mich besonders drauf. So, wir sind jetzt durch mit The Evil Within 2 und Wolfenstein, was wirklich mega Laune gemacht hat. Und ich kann es kaum erwarten, wenn die Teile auch erhältlich sind. Und hier mein Kollege von Doom, den nehme ich mit nach Hause. Ich habe gehört, der steht darauf, wenn man seine Shotgun in den Mund nimmt. Ja, das habe ich eben schon gemacht für ein Foto. Ich weiß aber nicht, ob es gut geworden ist. Geh auf die Knie! Geh auf die Knie! Gut, dass ich die von der E3 nicht alle veröffentlicht habe. Endlich draußen. So geil es auch war, dort zu zocken, es hatte das Feeling einer Urzeit-LAN. Brutale Hitze, haufenweise Rechner, die den Laden aufheizen. Und jetzt sind wir zum Glück an der frischen Luft. Und haben wir da ein bisschen Sauerstoff. Und ja, wie fandst du es? Ja, war ganz nett. War ganz nett. Ganz nett? Ja. Warum riechst du hier auf einmal nach Katzenpisse? Weil du in Katzenpisse stehst. Ach so.
Okay, das könnte das erklären. Na, dann suchen wir mal das Auto. Vielleicht schaffen wir das noch, bevor die Nacht einbricht. Ach ja, wenn ich zu Hause bin, gibt es auch ein nettes Unboxing. Wolfenstein. Es soll auch noch was drin sein von The Evil Within. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ist da auch einfach nur ein Nazi-Kopf drin. Ja, geil, würde ich geil finden. Ja, das wäre ziemlich cool. Obwohl, nein, ein Regime-Kopf. So muss man es ja zensiert aussprechen. Ja, was soll man dazu sagen? Und nun zu guter Letzt das Unboxing meiner Überraschungstüte. Da steht zwar Wolfenstein drauf, aber es soll ja auch noch, wie erwähnt, was von The Evil Within enthalten sein. Und ich wette, das wird um einiges besser als alle Amazon-Überraschungspakete, die ich bis jetzt geöffnet habe. Was haben wir denn hier? Oh! Oh, das ist ja mal cool. Das ist das Notizbuch von Detective Castellanos. The Evil Within. Steht's nochmal. Die Aufnahmen wollte ich euch eigentlich auch zeigen, aber es gibt Probleme mit dem Codec. So, was haben wir denn hier? Ach so, falls man die Tasse nicht auspacken möchte, natürlich will ich sie auspacken und selbstverständlich will ich sie auch benutzen. Wenn ich hier schon... Ah, cool. Die Tasse aus dem Spiel. Cool, cool, cool. The Evil Within, die Originaltasse. So, was haben wir da noch? Papa Toast Diner. Oh, wie cool. Das ist immer cool. Und zu guter Letzt, oder? Nein, nein, da ist noch was. The Evil Within 2 T-Shirt. Oh, sogar eine gute Qualität, ja. Cool. Leider ist es ausgelegt für den Durchschnitts-Let's Player. Der hat nämlich ein bisschen mehr auf den Hüften. Das ist mir zu groß. Und die Knackwurst. Ja. Zweimal Super Bier. Germany's finest Lager Beer. Und Robotertechnik. Das ist jetzt nicht so beeindruckend. Aber die anderen sind echt cool. Ja. Da bedanke ich mich an das Team von Bethesda. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.